Ja, und hallo zusammen. Ja, jetzt hier wieder in Bamberg am Montag und ich bin jetzt hier schon am Start. Alles Equipment ist aufgebaut. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen was üben und dann geht es hier wieder los mit Präsenzunterricht und auch Online-Unterricht Klavier. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und hallo zusammen, ja, Dienstagmittag, jetzt bin ich gerade hier angekommen in Gerchsheim, bin gerade aus Bamberg hierher gefahren, wo ich heute Vormittag noch unterrichtet habe. Ja, jetzt trinke ich hier mal schnell noch meinen Kaffee zu Ende und dann geht es hier direkt los wieder mit Klavierunterricht und auch Keyboardunterricht. Und wir sehen uns dann wieder morgen, dann aus meinem Studio zum Online-Unterricht. Ja, und hallo zusammen, Mittwoch, Vormittag, ich bin wieder im Studio, jetzt werde ich gleich hier wieder anfangen, online zu unterrichten. Ja, mein Setup ist am Start hier auch auf der rechten Seite hier noch mit der dritten Kamera hier. Genau, alles hier schön verkabelt, bereit für den Online-Unterricht. Jetzt geht's hier los, danach geht es dann wieder nach Gerchsheim zum Präsenzunterricht und dann wieder hierher zurück zum Online-Unterricht und bis morgen.
Und hallo zusammen. Ja, Donnerstagmorgen. Ich bin wieder hier in meinem Studio. Jetzt wird es gleich dann hier wieder losgehen mit dem Online-Unterricht. Muss ich dann gleich noch hier dann mein ganzes Equipment einschalten. Ja, und dann wird es bald auch noch einen Neuzugang hier geben. Und zwar hier diesen ATEM Mini Extreme ISO, den ihr jetzt hier auf der rechten Seite sehen könnt. Das große Modell. Ich habe ja hier schon den kleinen ATEM Mini hier, allerdings ohne die ISO-Recording-Funktion. Das heißt, dass der eben nicht die einzelnen Spuren von allen Kameras separat aufzeichnen kann. Das große Modell kann das dann, macht natürlich dann vieles einfacher. Man kann einfach alle Kameras anstecken, das Ganze aufzeichnen und dann im Nachhinein noch die ganzen Schnitte etc. dann in der Nachbearbeitung dann verändern und hat nicht einfach schon das fertige File, was man dann eben nicht mehr bearbeiten kann. Genau, ja, der wird dann hier fest installiert. Hier der kleine ATEM Mini, der ist dann fester Bestandteil von meinem mobilen Setup. Da muss ich hier auch nicht jede Woche hier auf- und abbauen. Ja, wie ich dann alles ganz genau verkabel, das werde ich euch dann natürlich zeigen. Der hat dann auch noch ein paar weitere praktische Funktionen. Zum Beispiel hier dann auch einen sehr übersichtlichen, umfangreichen Multiview, wo man dann alle Kameraperspektiven auf einen Schlag sehen kann. Ich kann dann da auch beide Ausgänge von meinem Mac Mini hier, beide Bildschirmsignale dann da reinführen und dann da fest dann beide Monitore verkabeln. Aber wie das dann im Detail aussieht, dazu dann mehr, wenn dann das Gerät hier angekommen ist und ich dann alles hier fest verkabelt habe. Ja, sowohl natürlich dann für die Videoproduktion, aber auch natürlich dann für das Online-Unterrichten. Da ist er natürlich dann auch im Einsatz. Gut, ja, da werde ich jetzt wieder starten mit dem Online-Unterricht und danach geht es dann wieder nach Künzelsau zum Präsenzunterricht und wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, und hallo zusammen. Ja, jetzt hier wieder am Freitagvormittag. Ich bin schon wieder hier in Würzburg-Frauenland. Werde jetzt gleich hier wieder unterrichten. Danach geht es dann wieder nach Haßfurt, auch zum Präsenzunterricht. Da bin ich dann den ganzen Tag heute noch. Ja, und dann kommt heute Abend auch noch das neue ATEM Mini Extreme ISO. Werde ich dann heute Abend schon ein bisschen verkabeln, ein bisschen ausprobieren, was damit alles möglich ist. Und euch natürlich dann im nächsten Vlog dann davon berichten, wie dann alles ausschaut und was dann da die neuen Möglichkeiten sein werden. Ja, bin schon sehr gespannt, aber wie gesagt, dazu dann mehr im nächsten Video. Ja, das war es dann auch wieder für diese Woche. Ich werde dann morgen noch unterrichten, sowohl online als auch dann wieder hier Präsenzunterricht. Euch natürlich wieder einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.